Ah, ich kann Norden auch drehen. Zeig immer noch Norden. Cool. Coole Sache, aber was bringt mir das? Gut, es bringt mir gleich was, wenn ich mal nach Norden gehen soll. Verstärkungen sind eingetroffen. Ja. Geil. Das kommt auch nicht ganz nach dem Spiel. Ah, ist gut. Hör auf. Ich höre ja schon auf. Okay, jetzt wird das nochmal gespeichert. Und gleich neue Einheiten losgeschickt. Was schicken wir noch mit? Komm, alles. Ist mir egal, ich nehme es einfach. Los. 26 Einheiten, da kann man schon was mit erwähnen. Ich fahre erstmal da auf. Radiere noch 20 Scavenger-Basen aus und. Ja, das sind noch Scavenger. Sofort wieder runter. Kommt mir jetzt irgendwie bekannt vor. Habe ich so eine Map schon mal gespielt, die so ähnlich aussieht? Ah ja, schnelles Spiel habe ich mal gemacht, das sah das auch so ähnlich aus. Uff. Ach, ich kann doch schon wegen ihre Basis schießen, oder? Ah! Ich denke mir schon, warum geht das alles so schnell, hä? Jetzt weiß ich warum. Wenn ich noch volle Geschwindigkeit gedreht habe, ist das klar, ne? Okay, jagen wir erstmal von da oben alles in die Luft, was wir treffen können. Ho. Warum angreift? Man kann es auch gemütlich von oben abknallen. Schießt man auch deswegen kaputt da. Und Verstärkung braucht noch 1:30 Minuten. Hm. Oh, ich habe nur mal Schaden erlitten. Boah, ich bin so gut. So unglaublich gut. Ah. Hm. Jetzt halt mal da oben stehen bleiben würden, aber nein. Ob du hast nachgeladen, schießt drauf. Na also. Komisch, die Blechhütten treffen sie wieder, ne? Also Riesengebäude vom Feind, nö, das ist jetzt schwierig, ne? Die sind so riesig und so, nö, das ist... Wir können nur kleine Ziele treffen. Das ist nämlich Hochpräzisionstechnologie, ja? Wir können aus 2000 Kilometer Entfernung eine Ameise treffen. Aber ein großes... Ich glaube, das oben hört es runter da. Hört es da auf? Ja. Okay, das ist noch eine Scavenger-Basis, wie erwartet. Und was wollte ich jetzt sagen? Ah ja, richtig, wir können aus 20.000 Milliarden Kilometern eine winzige Ameise treffen mit unseren MG-Kugeln, aber mit Raketen, ein großes Gebäude, pff, aus nächster Nähe, das wird schwierig. Puh. Anspruchsvoll, anspruchsvoll. Schön, dass die nicht auf uns schießen können. Alleinheiten verloren, sie haben verloren. Ah, sie müssen neu starten. Ah, Verstärkungen sind eingetroffen. Sie sind ein Verlierer. Viel Spaß beim nächsten Mal. Jetzt sind es doch 36 Einheiten. Jawohl. Ja, Mai. Da guckst du wieder aus. Und wir können noch mehr, aber wir brauchen noch mehr. Komm, schickt mir mehr. Was hab ich denn noch so? Hab ich noch was? Schickt's mir einfach, los! Mir egal, was es ist, ich nehm's! Das sind nur alte Brotreste, egal, jetzt sind's meine! Los, in den Kampf, ihr scheiß Brotreste! Das wird den Feind sicherlich verwirren, wenn ich Brotreste in den Kampf werf. Die werden dumm gucken und sich denken, boah, was machen wir jetzt? Ich glaube, jetzt müssen wir kapitulieren. Na komm. Blechhütten. Gefahr. Oh, ja! Was für MGs haben die denn? Sind doch MGs. Ja, verdammt, warum machen die so viel Schaden, die scheiß MGs? Es sind MGs, verdammt! Meine machen noch nicht so viel Schaden. Oh, das steht auf dem Berg. So eine
fällt selber kein Wort mit F ein, außer verfickte Scheiße. Ja, weil man verfickt ja auch mit F am Anfang schreibt und nicht mit V. Oh, ich verliere schon wieder Einheiten. Muss ich neue bauen. Ich mach das wie ein echter Profi. Irgendwann guckt mal einer zu mir nach Hause, haut mir aufs Maul und sagt, ey, wenn du noch einmal behauptest, du bist ein Profi, ich hau dir aufs Maul. Alt, Moment. Das ergibt doch gar keinen Sinn, was ich wieder erzähle. Warum laber ich nur so eine Scheiße? Scavenger Basis ausgelöscht. Und was krieg ich? Kein Artefakt. Yeah! Da klatsche ich doch gleich mal in die Hände. Komm ich da hinten rum? Komm ich da hinten rum? Und wenn ja, bringt mir das was? Nö. Also ja, ich komm rum, aber es bringt mir nichts, oder? Oder? Kann ich die Basis vielleicht wieder von hinten aufrollen? Und was ist das da überhaupt? Waren das mal Zugschienen oder... Was ist das? Verwirrt mich schon die ganze Zeit. Ja, ich kann halt hinten rumfahren und dann... stehe ich am Abgrund. Geil. Letztes Jahr standen wir am Abgrund. Dieses Jahr sind wir schon einen gewaltigen Schritt weiter. Ja, ja. Also ich wollte bauen... sind die gut? Keine Ahnung. Fail. You failed. Failed so hart. Oh, gleich kommt Verstärkung. Ja, dann werde ich mal zeigen, wie meine Verstärkung da ist, wie vernichtend ich bin. Oh, ja, ja, ja. Oh, Sensorturm. Hoffentlich ist Kavallerie in der Nähe. Speichern! Speichern ist immer gut! Speichert viel und oft, Jungs. Wenn euer Spiel abstürzt und ihr dürft 3 Stunden nochmal machen, dann wisst ihr, was scheiße ist. Sind eingetroffen. Oh, oh! Immer diese bösen Wespennester. Warum bringe ich eigentlich keine Artillerie her und mach das so wie beim letzten Mal? Baue so schön wegen Sensorturm und schießt die alle über eine Artillerieplatte. Nein, ich mach's immer so aggressiv. Hm? Oh, kommt halt mal daher und schießt mal auf die und... Oh, ihr seid doch so selten dämlich! Ach, da steht auch der Reparaturturm. So, jetzt aber. Ach, 40 Einheiten habe ich ja noch. Pff, einfach nur lächerlich. Was ist das denn schon wieder? Haben die MGs? Ja, die töten mich mit dem... Wieso kann mich dieses verfickte Arschloch mit seinen MGs töten? Aber wenn ich die baue, machen die überhaupt keinen Schaden. Was ist denn das für ein Scheißspiel? Das kotzt mich an. Das kotzt mich echt ein wenig an. Hm. Ja, so sieht bei mir Recycling aus. Alles in die Luft sprengen lassen. Ich brauche 3 Pfannen. Ich brauche 3 Panzer. Artefakt entdeckt. Nein, 3 Panzer. Ich sollte vielleicht mal nach dem Spiel schauen, was ich hier so mache und so. Anstatt mich in Stücke schießen zu lassen. Und ich speichern. Speichern. Na gut, ich spiele auch schwerer, darf man das. Oh, back. Artefakt wurde gefunden. So was wohl. Nein, ich. Ach. Wir haben doch Energie ohne Ende. Und wir können irgendwas erforschen. Was ist? Automatische Fabrik. Davon habe ich schon was. Kann mich gar nicht dran erinnern. Egal. Wir erforschen einfach. Da feindlicher Transport. Was? Nein! Ihr verdammten Mistkerle! Wo? Wieso haben die Transporter? Das ist ja unfair! Wir können Verstärkung aus dem Hinterland holen!
Wie hinterhältig ist das denn? Mach ich doch auch nicht. Und sich einfach Verstärkung, ey. Was seid ihr denn für feigen Schweine?